ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Du solltest niemals zu einer Sache sagen, ich tue es, außer du sagst, so Allah will. Siehst du Adab, die Manieren? Allah lernt uns. Du solltest niemals sagen, ich mache irgendwas. Wo gehst du hin? Wallah, ich gehe heute nach Chribden, inshallah. Ich treffe mich gleich mit meiner Frau einkaufen, inshallah. Warum? Weil wir sollten lernen, la hawla wa la quwwata illa billah zu sagen. Kennt jemand dieses la hawla wa la quwwata illa billah? Wer kennt das nicht? Ihr schämt euch? Sagt doch, wer kennt dieses nicht? Also wir kennen das alle. Okay, eine andere Frage. Was bedeutet das? Yalla, sieh. Ein Glas Wasser für denjenigen, der es weiß. Yalla, heute können wir das lernen, wenn wir es nicht wissen. Unsere fleißigen Schüler aus Wuppertal. Tfadal. Allahu Akbar. Es gibt noch einmal lauter. Es gibt keine Kraft, noch Macht außer der Allah. Es gibt noch keine Kraft und Macht außer bei Allah. Das heißt, du ergibst dich und sagst, ich habe weder Kraft noch Macht, außer wenn Allah es mir gibt. Inshallah. Musa alayhi salatu wassalam. Hier für die Jungen, die heute lernen wollen und die heute heiraten vielleicht. Ah, manche sind schon verheiratet, ist schon vorbei. Ja, okay, manche. Musa alayhi salatu wassalam, als er von Ägypten geflohen ist zu Madian. Kennt ihr die Geschichte? Wo er geflohen ist, er hat. Ich erzähle die Geschichte, damit wir, weil viele, wenn die die nicht kennen, damit wir den Zusammenhang haben. Musa alayhi salatu wassalam war wo? Bei Pharaon. Oder? Er hat ihn ja großgezogen. Eines Tages kam er in die Stadt, sah wie ein Jude mit einem Untertan von Pharaon am Streiten ist. Sagte Musa, hilf mir gegen den. Musa hat ihm eine Faust gegeben, lag er tot auf dem Boden. Subhanallah, und er hat Allah um Vergebung gebeten. Surat al-Qasas. Nach ein paar Tagen kam ein Mann und sagte, du Musa, flieh. Die Leute sind am Planen, um dich zu töten. Dann hat er Ägypten verlassen und ist wo? Nach Madian gekommen. Er kommt nach Madian, eine Stadt, die nicht unter der Macht von Frauen war. Sah ein Brunnen, mehrere Leute drumherum und zwei Frauen mit Hijab und so beiseite. Hat sich gewundert, warum diese Frauen nicht kommen, auch um ihre Tiere Wasser zu geben. Das ist eine Lehre für unsere Frauen, dass sie sich schämen. Dass sie sich zurückziehen, wenn Männer in der Zugegend sind, da nicht Sommerschlussverkauf, yalla, ja, yalla, lass uns ein bisschen boxen, damit wir drei T-Shirts bekommen und drei Hosen bekommen. Die Frauen saßen ganz, standen ganz weit weg. Musa ging dahin, höflich gefragt, was ist mit euch los? Sagten, wir wollen unsere Tiere Wasser geben. Und unser Vater ist ein alter Mann. Guck mal, sie begründen das. Wir sind nicht rausgekommen, weil wir ein bisschen Sonne wollen. Ha? Unser Vater ist ein alter Mann, ist nicht in der Lage, das zu tun. Also soll er die... Sagte Musa, ich mache das für euch. Hat ihnen Wasser gegeben, der Tiere. Und ist geflohen in den Schatten eines Baumes. Unser einer heute wird sagen, echt, euer Vater ist krank, was mit dem? Was hat er für eine Krankheit? Hat er versucht, diese Medizin und diese Medizin... Gib mir doch deine Telefonnummer, vielleicht meine Mutter kann helfen, mein Vater, irgendwas. Ah, sollen wir vielleicht noch einen Kaffee trinken? Ha? Nee, nee, Musa hat seine Arbeit erledigt und ist geflohen in den Schatten eines Baumes. Subhanallah. Die Frauen gingen nach Hause und erzählten über diesen Mann, über Musa alayhi salatu wassalam. Schickte eine Tochter von denen, dass sie Musa holt, damit der Vater seine Dankbarkeit erweisen kann. Guck mal. فجاءته إحداهما على استحياء تمشي على استحياء eine von den Frauen kam total voller Scham. Allahu Akbar, unsere Frauen, hört mal zu, diese Frau kam, will diesen Mann ansprechen, aber voller Scham, gesenkten Blick. Ha? Heute da wird geguckt bis oben bis unten, da macht der Bilder Polaroid und Kodak und ha? Alles. Walayazu billah. Ist er gekommen? Musa sagte zu ihr, lauf mir hinterher. Und wenn du nach links, nach rechts willst, nach rechts, nach links, ja, schmeiß einen Stein. Ja, dann weiß ich die Richtung. Allahu Akbar. Warum? Die Gelehrten sagen, Musa war ein Amin, ein vertrauenswürdiger Mensch. Er wollte nicht, dass in den Wind die Klamotten
an der Frau kleben bleiben, dass er ihr Körper sieht. Also hat er gesagt, lauf mir hinterher. Allahu Akbar, was für eine Amana. Als er zu dem Mann gekommen ist, ihr Vater, hat der Vater ihm ein Angebot gemacht. Sagte, ich möchte, dass du bei mir 8 Jahre arbeitest. Und wenn du möchtest, könntest du 10. Das ist sozusagen die Brautgabe. Ha? Jetzt kommt dieses Vorbehalt. Du wirst mich inshallah, wenn Allah so will, von den Rechtschaffenen finden. Siehst du, Istisna? Heute viele von uns, der betet 5 Tage, 3 Tage, hat Ramadan gefastet. Ach, ich bin Ibn Taymiyyah. Ich bin, weißt du, wie rechtschaffen ich bin? Ich habe die Mütze ein bisschen barzhaft. Ihr seid alle irregehend. Ich bin der Einzige, der rechtschaffen ist. Sag inshallah. Inshallah gehört zu den Mu'minin. Wallahi al-Azim, Muhammad ibn Idris. Wer ist das? Al-Shafi'i. Al-Shafi'i heißt Muhammad ibn Idris. Hat Folgendes gesagt. Sagte, uhibbu al-Salihin wa lastu minhum. Allahu Akbar. Sagte, ich liebe die Rechtschaffenen, aber ich bin nicht einer von ihnen. Sagte Ahmed ibn Hanbal zu ihm, wie? Du? Aber guck mal, dieses Istisna, Vorbehalt. Inshallah, wenn Allah so will, weil er weiß, was in meinem Herzen ist. Ibrahim a.s., als er seinen Sohn opfern wollte, kennen wir alle die Geschichte. Was hat Ismail gesagt? Sagte, dreh mich auf mein Gesicht zum Boden. Weil vielleicht, wenn ich das Messer sehe oder so, vielleicht kriege ich Angst. Und sagte, Baba, nein, tu das nicht. Ich will das Messer nicht sehen, damit ich keine Angst bekomme. Und dann sagte er, inshallah gehöre ich zu den Geduldigen. Allahu Akbar. Hast du gesehen? Al-Istisna. Diese Leute gingen mit einem Vorsatz, aber die haben nicht inshallah gesagt. So hat Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft. Weil At-Tafawutu ala Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Adab. Lerne das heute. Egal was du tun möchtest, sogar wenn du das essen möchtest. Sag, inshallah werden wir gleich essen. Inshallah trinken wir gleich Tee. Inshallah werde ich das und das machen. Baba, gehst du einkaufen? Inshallah. Wenn Allah so will. Und deshalb, Rasul war niemals sauer, wenn eine Sache gemacht werden sollte und er hat sie nicht geschafft. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, لو قدر لكان. Wenn Allah es wollte, dann wäre es geschehen. Das ist Adab, was wir lernen müssen. Diese Leute fanden ihr Vater als irregehend. Der weiß nicht, wie man mit dem Geld umgeht. Jahrelang lässt er sich ausnutzen von den armen Leuten. Wir werden heute diese armen Leute erziehen. Gehen wir in der Nacht, sammeln wir die ganzen Früchte und dann weg. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil die kein Istisna gemacht haben. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. In der Nacht, während sie schliefen und sie planten. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala gerade diesbezüglich? Und sie planen, sie schmieden Pläne. Und Allah schmiedet Pläne, doch Allah schmiedet die besten Pläne. Viele von uns heute vielleicht plant irgendwas, aber Allah weiß das besser als du. Während sie schliefen, kam eine Heimsuchung von Allah subhanahu wa ta'ala, hat den ganzen Garten mit seinen Früchten vernichtet. Alles vernichtet. Morgens sind die aufgewacht und gesagt, komm, wenn ihr eure Früchte sammeln wollt, steht auf, lasst uns das machen. Und dann gingen sie, indem sie flüsterten, Wallahi, diese Armen werden nichts bekommen. Diese Armen, jahrelang haben sie unserem Vater, immer. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. Sie sind gegangen, stolz, voller Hass auf diese Armen und mit Macht. Was heißt mit Macht? Heute, wenn du zu jemandem sagst, sag inshallah, er wird dir sagen, wofür? Ha? Man erzählt über Juha. Kennt jemand Juha? Juha und sein Esel, ja? Ist ein arabischer, so, man erzählt immer, man macht immer Beispiele. So. Dieser Juha wollte mal eine Kuh kaufen. Sagte jemand zu ihm, sag inshallah. Sagte, warum soll ich inshallah sagen? Das Geld in meiner Tasche und die Kühe sind auf dem Markt. Also, er ist gegangen und hat gedacht, dass er Macht hat. Diese Leute sind gegangen und hatten gedacht, was? Wir haben Macht. Wir schaffen es. Wer kann uns da in die Quere kommen? Viele Leute denken das heute. Wer kann uns in die Quere kommen? Du derjenige, der heute seine Mutter schlecht behandelt. Du derjenige, der heute irgendjemand Unrecht behandelt. Du derjenige, der vielleicht eine Freundin hat, ha? Oder anderes.
Du gehst dahin und denkst, ich habe Macht. Ich kann das. Allah sieht dich und du gehst stolz, erhobenen Hauptes, als gäbe es kein Morgen. Wie würde die Strafe aussehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala gerade wegen dieses, was in deinem Herz ist, bestraft? Diese Leute, als ihnen das passiert ist, gingen sie zum Garten, gucken sie, alles ist kaputt, verwüstet. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, sie war schwarz, wie die Nacht. Der Boden war schwarz. Stell dir mal vor, deine Ernte, du bist abends am Planen und Rechnen und wenn wir das verkauft haben, kaufe ich mir einen Mercedes. Und von diesem Geld lassen wir das Haus renovieren. Und so, ich stehe morgen auf, ist alles weg. Weil wir sagen, du planst und Allah plant. Aber Allah hat die besten Pläne als du. Jetzt, als sie das gesehen haben, sagen sie, bei Allah, wir waren im Irrtum. Wir waren im Irrtum. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen, Brüder und Schwestern. Wenn du einen Fehler machst, wenn du eine Übertretung gemacht hast, dass du zusagst, dass du es zugibst, dass du einen Fehler gemacht hast. Damit deine Taube angenommen wird. Wie willst du Taube machen und dass es angenommen wird, wenn du nicht zugibst, dass du einen Fehler gemacht hast? Wenn ich jetzt meinen Sohn, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und ihn recht leiten, wenn ich ihn jetzt erziehen möchte, er hat einen Fehler gemacht. Und er guckt mich an, ich sage, Baba, du hast einen Fehler gemacht. Und er guckt mich so an, was will er mir eigentlich damit sagen? Du hast einen Fehler gemacht, nicht ich. Nein, nein, hier in der Religion, damit du eine Taube machst, die Allah annimmt, das Erste, zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nimm dir Yunus, a.s. Wer kennt Yunus nicht? Der im Bauch des Wales, ha? Kennen wir die Geschichte von Yunus? Alhamdulillah. Yunus war ein Prophet, ein Gesandter von Allah subhanahu wa ta'ala. Hat er ihn zu einem Ort geschickt, er sollte zu Allah rufen. Als diese Leute die Religion nicht angenommen haben, hatte die Nase voll von denen, hatte den Ort verlassen. Aber er hätte warten müssen auf den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Als Strafe hat ihm der Wal in seinem Mund, in seinem Bauch. Jetzt guck mal, er hat nicht gesagt, oh Allah, rette mich, oh Allah, hol mich aus der Dunkelheit. Hat er gesagt, La ilaha illallah, subhanak, inni kuntu min al-zalimin, Allahu Akbar. Er sagt, bei Allah, es gibt keine Gottheit außer dir. Gepriesen seist du, ich war einer der Ungerechten. Guck mal, wie er direkt zugibt. Die Belohnung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, so haben wir ihn gerettet. Direkt. Musa alayhi salatu wassalam, als er diesem Mann eine Faust gegeben hat und er lag tot auf dem Boden, sagte, dies ist eine Tat vom Teufel. Ich wollte es nicht, ich wollte nicht töten. Dies ist eine Tat vom Teufel. Oh Allah, vergib mir. In derselben Ayah, kein Platz dazwischen. Faghafara Allah. Allah hat ihm vergeben. Warum? Weil er zugegeben hat. Du heute, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du eine Übertretung gemacht hast, damit Allah dich annimmt, damit er dich recht leitet, damit du das Gefühl hast, dass der Weg, den du gehst, angenommen wird, was solltest du machen? Zugeben erstmal. Ich war einer der Ungerechten. Oh Allah, ich habe deinen Blick auf mich nicht respektiert. Oh Allah, als ich mit dieser Frau, oh Allah, als ich geklaut habe, oh Allah, als ich meinen Vater, oh, ich war einer der Ungerechten. Damit das in deinem Herz ein Klick macht, damit dein Herz von innen gewaschen wird. Dann sagt er, sie haben direkt zugegeben, wir gehörten zu den Ungerechten. Jetzt sagte der Kleinste unter ihnen, viele denken, wenn die Eier lesen, der Kleinste unter ihnen. Es ist nicht der Kleinste unter ihnen, der Gemäßigte. Auf Arabisch, ahsanuhum tariqa. Der Beste, der reden kann, der am besten Verstand hat, sagte zu ihnen, habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet Allah preisen? Subhanallah. Rasul sallam sagt, fil Hadith, sagt, la an aqula, auf das ich sage, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Er sagt, auf das ich sage, gepriesen sei Allah,